Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ja, heute zeige ich euch die finale oder die Release-Version von Genotype. Ich habe ja bereits schon eine frühere, ja, Early Alpha oder Early Beta gezeigt. Diesmal wirklich die finale, ja, Release-Version und ja, was dann noch irgendwann mal in Updates rauskommt, das weiß man nicht. Wir haben jetzt hier den Bild 731. Kann wahrscheinlich immer noch Verbesserungen geben, aber jetzt spielen wir erstmal die Release-Version. Bevor wir anfangen, das Game ist aktuell noch im, ja, im Rabattmodus, das heißt, wir kriegen es für 29,99, wird dann später umgestellt auf 34,99 und ja, also ich fand die Early Beta oder Early Alpha richtig gut. Ich bin gespannt, was mich jetzt hier Neues erwartet. Wir beginnen auch von ganz neu und ja, wir spielen jetzt hier mit der Quest 2 und nicht mit der Quest 3, das mal ganz am Anfang. Ja, ich habe aktuell noch keine Quest 3 vorbestellt oder bestellt. Ja, kommt daher, dass wir hier jetzt mit Genotype ja auf dem, ja, am Südpol sind. Hier ist es richtig kalt und ja, der Sebastian friert und muss zu Hause eine neue Heizung einbauen. Ja, deshalb fehlt ein bisschen was an Geld. Von daher bleibt es erstmal bei der Quest 2 und der Pico 4 und meiner PSVR 2 mit den Gameplays her und die Quest 3 kommt irgendwann später dazu. Ja, Leute, bevor wir jetzt loslegen, blende ich euch jetzt den Trailer ein und dann könnt ihr erstmal den Trailer schauen und danach geht's los mit dem Gameplay. Viel Spaß! All the people who worked here, did they all? All of them. But not you. I dealt with other challenges. You see those gloves? They're a prototype of the Grade, an organic 3D printer, and your best bet to stay alive while you're here. We found a fossil in the ice. From its DNA, we recreated hundreds of species of flora and fauna, but the ecosystem took over. Those who didn't die from the creatures died from the airborne poison. Poison? Will it affect me? It's already in your bloodstream. The spores will reach your brain within a day and you'll die. But I've got a trick up my sleeve. I've worked on something that'll make this whole ecosystem vanish. Presto. You need to track down 9 DNA samples from the foreign ecosystem. That way my virus knows what to attack when you inject it into the ecosystem's core. 9 DNA samples. All right. But one thing, I don't want you to leave me alone down here, okay? Don't worry, I'll keep an eye on you all the time. Press the menu button on the left controller to access settings, including locomotion, subtitles und so weiter. Subtitles hatten wir nicht. Das hatten wir nicht, das ist gelogen. Kommt wahrscheinlich noch, muss ich den Entwickler auch mal fragen, werde ich dann unten in die Beschreibung packen, auf jeden Fall, wenn ich da mehr weiß. So, gehen wir mal los. I just want to remind you that I'm not a field person, okay? I was only supposed to write manuals. You don't say. Welcome to Antarctica, things change. Next week I expect you to do these short trips by yourself. What? Ah, guck mal, you mean yeah. Hello? You gotta learn to get comfortable on your own. Some of us like people, Dan, and that's a good thing. All right, I think this is it. I can't see shit in this weather. Out you go. Aha, also wir sind in irgendeinem riesen Fahrzeug oder was auch immer, das ist neu für mich. Okay. Wow. Okay. Puh. Just pull a restart lever and let's go. Sure. Boah, das ist mal ein cooles, das ist mal ein cooles Gerät. This is not at all irresponsible. Okay, wir folgen einfach mal dem Kabel hier, oder?
Würde ich mal sagen. Das ist immer ein guter Hinweis. Immer wo ein Kabel hinläuft, da kommt auch irgendwann ein Gebäude. Da sehe ich auch so ganz schwach was. This doesn't look like the other masts. Are you sure this is ours? Hold the lever so we can get out of here. Okay. Nothing's happening. Dan, wait. Get back inside right now. Oh Gott. I'm on my way. Das läuft bestimmt komplett falsch. Der haut jetzt ab. Oh, ich höre von links und rechts irgendwelche Geräusche. Wait for me. Kriegt man schon Panik, ne? You were gonna leave me. Close the door. That wasn't our sensor. I told you. Call Manny and give him our coordinates. I've got everything under control. Aber grafisch echt gut. Also die Texturen und alles gefällt mir. I don't get paid enough to deal with this kind of... Okay. Da kam gerade ein riesen Balken auf das Fahrzeug geknallt, also der Fahrer wird wahrscheinlich tot sein. Cooler Start auf jeden Fall. Dan, are you okay? Nein. What happened? Dan wird nicht okay sein. Dan. Oh no. No, 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 no. Ah. Das war natürlich in der Early Alpha nicht zu sehen. Das Fahrzeug habe ich, glaube ich, gesehen. Hier haben wir unsere Quest 3. Exoscope. Find Auditorium B. Who are you? No time for introductions. We need to make sure you don't end up like your colleague. You must be able to defend yourself. Go to the auditorium across the hall. I'll open the door. Defend myself? Against what? Okay. Hello? Sprachausgabe super. Einzige, was ich jetzt bemängeln muss, dass es halt keine deutschen Texte gibt. Noch nicht. Aber wie gesagt, da werde ich nachher direkt den Entwickler zu befragen. You see those gloves? They're a prototype of the grade. An organic 3D printer and your best bet to stay alive while you're here. Put them on. Ich muss mal hier so mich besser in den Kreis positionieren. So, ist besser. Okay, jetzt komme ich auch näher ran. Alright, there's a ripcord attached to your dominant hand. It lights up when you approach it with the other glove. Pull the ripcord to print an organism. Also die sind richtig cool. Also das sieht richtig cool aus. Try again. Pull the illuminated ripcord. Whoa, is that thing alive? Its cells are alive, but it has no brain. Now, pull. Nice shot. All hand creatures have a secondary function. The secondary function of this creature is a grenade. Try hitting the target with your grenade. Bullseye. You can dissolve your current hand creature by pulling the ripcord and releasing it near the glove. Try it out. Now you can defend yourself. Move on to the lobby. There's access from the outside. Also ich meine, die haben die noch mal. Do this alone. You gotta come and help me. Verschönert. I can't. And you wouldn't believe me if I told you why. Also hier werden wir unser Leben haben. Hello? Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Okay, gehen wir mal weiter. Ich muss noch mal so ein bisschen so nach hinten. So. Musik ist auch stimmig. Are you okay? I'm absolutely nowhere close to being okay. I can help you feel better. I mean physically, after your fall. Your gloves come with an inventory. Open. Here you can store physical objects thanks to our ingenious dimensional compression. Take out the medical syringe and stick it in the utility socket on your glove. You'll feel a lot better.
So, jetzt sind wir bei 100. Das ist unser Inventar. Hier können wir mal Sachen speichern. Hier haben wir den Spitter, wie viel Munition der noch hat. Und hier sind die Sachen, die wir so sammeln. Tokens, Genomas, das bekommen wir, sammeln wir ein, wenn wir Gegner kaputt machen. Und ja, dafür können wir dann Upgrades uns holen. Falls ihr mein erstes Video dazu nicht gesehen habt. Good. The map system automatically logs all the locations you're exploring. Use it. It's easy to get lost down here. Ja, wie wir schon sehen, hier haben wir eine, unsere Karte, die können wir uns dann anschauen. Die Bereiche, die dunkel sind, haben wir noch nicht erforscht. Alright, before you go any further, you better familiarize yourself with the map. It's built into the display of your helmet. So, hier haben wir wirklich das, was wir alles machen müssen. Equip the Great Gloves, find Auditorium B und find a path to the lobby. Was will er jetzt von uns? Keine Ahnung. Jetzt gehen wir mal raus. We found a fossil in the ice. From its DNA we recreated hundreds of species of flora and fauna, but the ecosystem took over. Those who didn't die from the creatures died from the airborne poison. Poison? Will it affect me? It's already in your bloodstream. The spores will reach your brain within a day and you'll die. But I've got a trick up my sleeve. Oh, great! A trick! I can't do this alone. I need a radio. We have an emergency radio, but I can't get to it. Sorry, I have to... Hello? Und weg. Also jeder, der hier wahrscheinlich rumläuft, wird mit einem Gift verseucht und wir müssen jetzt eine Lösung finden, damit wir halt überleben. Brace yourself before you open that door. Wait, why? Was ist das? Spitter Ammunition. Also alles, was wir hier so aufsammeln, können wir hier nehmen, mit Trigger dann benutzen und schon haben wir unsere Ammo nachgeladen, haben wir jetzt bei 63. Das müssen wir schon mal. What the? Use the grade. What was that? A greeting from an ecosystem that's gonna flood the planet. Good. You've extracted the creature's genome mass. You can use that to craft utility items. And to do that, you'll need a terminal. There's one in the registration office up ahead. Hang on, be right back. Genau. Also hier haben wir jetzt Genomas gesammelt, war ja eben, ich glaube, bei 25 und haben wir jetzt bei 40 und ja, so kann man halt die Upgrades dann aufsammeln. Genau. You're handling it like a champ. I can see you through the security cameras. Any chance of you lending a physical hand soon? Unfortunately, I am stuck at the dig site and let's just say the atmosphere here is dense. Convenient. I'm coming to you then. I need that emergency radio. Okay, jetzt brauchen wir hier einen Code. I'll open the door for you. Lounge. Da. Hausmeister. Das sieht auch jetzt cooler aus, wie diese Genomasse auf uns zufliegt. Haben so ein bisschen Schaden gemacht. The registration office is locked with a code. It should be in the janitorial office on the first floor. Medical Stringe packen wir mal ein. Dann haben wir so ein bisschen noch was. What's this thing? We call them wallets. It was management's way of rewarding us for our work. Stick it in your glove. You can use the tokens to upgrade your gloves at a terminal. Genau, jetzt haben wir hier auch Tokens gesammelt, wie wir sehen. Zwei Tokens und wie er schon sagt, damit können wir unseren Handschuh auch upgraden. So, hier ist ein Lagerraum, den werden wir wahrscheinlich irgendwann öffnen können. Rubber Creature. What did I just genau, das ist ein Blueprint. A blueprint. They're for printing new hand creatures. Stick it in your gloves utility sock.
The new creature seems to be a so-called grubber. Print it by pulling the ripcord out until the... Ew. And who is this wonderful slimy fella? So, damit können wir diese Dinger wegmachen. Presto. Und jetzt packen wir aber unseren Spitter wieder. Und hier können wir speichern. Das machen wir jetzt auch mal an dieser Station Check-in-Konsole. Ist auch ganz nice gemacht, finde ich. Und schaut euch immer um. Hier liegen manchmal Tokens und irgendwelche Sachen. Ist immer wieder wichtig, hier wirklich auch zu looten. So, hier haben wir Audio-Logs. Is this some kind of storage? Surprise, assholes. Bet you didn't expect old Carlos Zorrilla to be alive. I'm taking my supplies into my office and locking the door. Don't use the lock override unless all of those bastards are gone. Mhm. Mit Untertitel wäre mir echt lieber. What's in this? It's a Genomass capsule, slotted in the utility socket of your glove. You can use Genomass to craft utility items at a terminal. Dieses Terminal können wir nicht benutzen. Wir können auch hier jetzt diese Sachen, die hier rumliegen, natürlich nicht aufheben. Ist natürlich schade, aber ja, dass man mit Standalone-Headsets natürlich auch ein bisschen limitiert als Entwickler. So, da haben wir so eine Station. Override. Surprise! This is your friend Carlos with an automated recording. So, you want to steal my stuff, do you? Well, come and get me. Oh no, Carlos booby-trapped this whole place. Oh! Here they come! Use the grubber, yank those bastards! Na komm! Yes! Any more coming? I'm afraid so. Keep that grubber ready. Oh je! I don't see any more. Danke. I thought I was done for. You did good. Ja, ja. Okay. Das haben wir gemacht. Jetzt gehen wir wahrscheinlich da rein, wo eben zu war. Ich will nochmal schauen, ob hier irgendwas liegt. Hier liegt nichts. Hier können wir eigentlich nochmal speichern. Override, yes. Hier ist die Tür ziemlich demoliert. Hier können wir nicht rein. So, da ist der Typ drin, der sich wahrscheinlich eingeschlossen hat. Oder war hier drin? Alright, I'm in the office. Token? Alright, that looks like part of a code at least. Unknown. Keine Ahnung, was das ist. Nehmen wir erstmal mit. Dann haben wir hier noch. I'm sorry about the trap. I found the code. It's 8822. Great job. Now, get into the registration office and use the terminal. So, mal schauen, ob wir hier auch noch was so finden. Ach, guck mal hier. Oh, nochmal 100, ist auch nicht schlecht. Finde ich immer schade, wenn man in VR nicht alles so wirklich benutzen kann. Ich kann auch nicht, irgendwie bin ich falsch mit der, von der Höhe her. Aber spielen wir jetzt erstmal so weiter. Mal gucken, ob wir uns noch irgendwas überraschen möchte hier. So, war der Code? Ah, guck mal hier. Oh, wieder Genomas. Lavatories, nein. Ne, Launch war es auch nicht, ne? Das war hier. 88. I should have the code for this lock, right? 88. Correct. Punch in the code you found in the janitor's office. You remember it, right? Of course. 8822. Wow.
Jetzt ist es aber langsam knapp mit Munition, wie wir hier sehen. Das ist auf jeden Fall gut looten, bevor wir jetzt hier weitergeht. Vier Tokens, auch nicht schlecht. Dann noch mal Genomas. That's a terminal. Use it to upgrade hand creatures, craft utility items and improve your great gloves. How user-friendly is this thing? Follow the instructions and you'll be a pro in no time. Try using your Genomas to craft an item. Nicht wirklich gut, aber gut, was sollen wir machen? Wir brauchen Munition, sonst brauchen wir hier gar nicht mehr weitermachen. So, Main-Menü, was haben wir denn hier? Hand Creatures open. Und hier können wir den, wenn wir diese Strains gesammelt haben, können wir hier diese Waffen einzeln nochmal upgraden. Das können wir aktuell noch nicht machen. Great Upgrades können wir hier mit diesen Tokens machen. Dann haben wir jetzt hier Critical Vitality. Dealing critical hits will heal for 10% of the damage dealt. Und Item Duplication 15%ige Chance to craft two items instead of one. Okay. Was haben wir denn hier so? Ach, okay. Das wäre jetzt nicht so gut. Oder können wir nicht benutzen. Hier haben wir die Audiologs, die wir uns gesammelt haben. Die kann man sich hier nochmal anschauen. Wenn wir Sachen verloren haben, kann man die sich hier auch nochmal holen. Das ist auch cool. Und wenn wir Critical Hits landen, würde ich mal sagen, bekommen wir 10% Gesundheit zurück, würde ich mir jetzt mal sagen. Hier Movement Speed ist auch nicht schlecht. Ich würde das hier mitnehmen, also dass wir eventuell 15%ige Chance auf zwei Items haben, wenn wir was craften. Und daran kann ich mich noch erinnern, an die zwei Kollegen hier, die sind tot, hoffe ich mal. What am I looking at? It's a recipe you can craft using the terminals. Rezept Container enable. War das ein Rezept? Medical. Ah, Rezept. Aha. Gucken wir uns gleich mal an. So, für die, die das noch nicht gesehen haben, wunderschön, oder? Selten hat man so eine schöne Leiche gesehen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Hier kann man auch nicht rausgucken. Aber ist schon ziemlich cool, finde ich, diese Umgebung hier. Das ist alles stimmig, auch Soundeffekte. Also ich finde es echt gut. Mir gefällt's. Also die kann man aber nicht mehr alle raus oder rein machen. Ist natürlich auch schade. Hier haben wir, ich weiß nicht, ein Schredder. Ja, Schredder ist es. Schauen wir hier nochmal, ob hier irgendwo was liegt. Was versteckt, was wir eventuell verpassen. Schauen wir mal, ob wir an dieser Station diese Rezepte dann nutzen können. Craft Items, genau. Medical Syringe kostet dann 250. Wir können dann 35 Heilung damit machen, genau wie diese Spritzen hier. Und ich behalte es jetzt aber erstmal, weil wir haben ja zwei Spritzen. Sollten wir eigentlich mit auskommen. Ich überlege, ob wir eventuell nochmal davon was machen. Und das machen wir jetzt auch. Weil eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, dass wir uns hier verteidigen können. I think you're ready to venture deeper into the facility. I've opened the doors for you. Launch? Aren't we working on getting out? I'm afraid you have to get to my location at the dig site to use the emergency radio. All right. Ich sollte auch. Okay, den großen haben wir schon mal. Wir nehmen uns jetzt eine Spritze.
Sehr passend auf jeden Fall. Okay, die sind alle tot. Also wir hoffen, dass der Große niemals erwacht. Aber irgendwann wird er erwachen, da bin ich mir sicher. Sowas von sicher. Jetzt können wir hier noch ein bisschen rumlooten. Also auch das Gameplay ist für Leute im Sitzen auch perfekt, finde ich, weil man kann die Sachen aus der Entfernung heranziehen. Hier sind überall Tote. Hier so eine Kaffeetasse. Auditorium B. Okay, wir brauchen jetzt einen Codeschlüssel für Auditorium B. Den müssen wir uns holen. Dafür müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Wir haben schon wieder so wenig Munition. Und ich glaube, jetzt müssen wir hier lang. Hier können wir nochmal speichern. Ist auch relativ fair gehalten, die Speicherpunkte, finde ich auf jeden Fall. Welcome to the main hall of the lobby. Oh, this place is huge. What exactly did you do here? Never mind that. See that door to your left with a big N over it? That leads outside. Oh? But it's locked. Oh. There's a security room in the south wing. You should be able to override the locks from there. But you'll need a biopass to get access to it. Okay, biopass. Heißt, wir müssen da nochmal lang. Auch nochmal speichern, so. Kann nicht schaden, ne? Na, guck mal hier. Die kleinen Mistmaden. What did you guys try to grow in here? It's the ecosystem. It had perfect conditions to take over here. Where do I go now? The biopass you need should be in an office behind one of these doors. Okay, dann werden wir hier mal lang gehen. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Mit so wenig Munition. There should be a biopass here somewhere. This was an office once. I think I see the biopass. Pick it up. Great. Stick it in your glove. Aggression pheromones detected. Hab ich mir gedacht. Lockdown initiated. Oh shit. Schnell. Sehr gut, jetzt habe ich nur noch 9. Was passiert jetzt, wenn ich zu wenig... Ich muss die alle zusammen erwischen. So, jetzt bin ich leer. Das ist hart. Also das ist echt hart. Okay, ich kann damit auch ein bisschen Schaden machen. Gut zu wissen. Du kleine Mistkröte. Oh,
Also. Are you all right? They must have known you were coming. Get me out of here right now. You got the biopass. You'll have to make your way to the security room. Also gut, dass wir damit wirklich keine Munition brauchen. Den lassen wir mal, weil da kommt bestimmt noch was. Wir haben unseren Biopass 1 jetzt. Und an der nächsten Zentrale würde ich auf jeden Fall gucken, dass wir You are dead. Oh, das ist übel. Das ist echt übel. Also, es ist nicht zu einfach. Ich würde jetzt gucken. Dass wir hier viel mit dem Grubber machen. So. Ist hier noch irgendwas? Nein. Wenn wir jetzt anfangs damit viel machen, haben wir noch ein bisschen Zeit zu schießen. Da haben wir noch ein bisschen Munition. Der müsste nur ein bisschen mehr Reichweite haben, finde ich. There should be a biopass here somewhere. This was an office once. I think I see the biopass. Pick it up. Biopass. Check. Aggression pheromones detected. Jetzt kommen sie. Lockdown initiated. Oh shit. Komm. Ein kleiner Grubber hier. Aggression pheromones cleared. Puh. Lockdown lifted. Are you all right? They must have known you were coming. Get me out of here right now. You got the biopass. You'll have to make your way to the security room. Display room. Oh, dafür haben wir keine. Ach nein. Oh Gott. Also ist echt nicht leicht, finde ich. Da haben sie einiges am Schwierigkeitslevel gemacht, muss ich sagen. Aber gut, ja, jetzt haben wir hier eine Check-in-Konsole. Hier können wir uns jetzt was craften. Medical Syringe, definitiv. Eigentlich müssen wir zwei haben, ja, müssen wir.
Wäre cool, wenn wir mal zwei droppen würden. So. Und Ammo. Ja, wir geben jetzt hier erstmal alles aus. Cool, jetzt haben wir wirklich zwei gedroppt. So, und nochmal eine. Okay. Safe. Okay. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Muni. Ja, passt Level 2. Sehr gut. Kann es weitergehen. Aber ich habe es echt nicht mehr so. Also ich habe es nicht so schlimm in Erinnerung, also so schwer. Das war so leicht, dass ich schon gedacht habe, okay, das ist viel zu leicht. Aber das haben sie jetzt echt, echt gut hingekriegt, dass es auch so ein bisschen herausfordernd ist. Also da hat sich einiges getan. Aber hier speichern wir jetzt auch nochmal. Dann kann so erstmal nichts passieren. The security room should be to your left. Ich würde sagen, dass wir hier mit dem Grubber vielleicht erstmal anfangen. So, I have the biometrics for this door. Yes. Put your hand on the biometrics identification scanner. What people? You triggered an alarm. Really? You read that in Security Systems 101? There's a security terminal in the back. I also unlocked the northern door. Great job. So, erstmal runterkommen, ne? Also wie ihr seht, ist Looten so wichtig, weil ansonsten haben wir gar keine Chance. Wir müssen hier die ganzen Sachen sammeln. Neuer Handschuh. Swarmer. You'll come in handy. Okay. Die sehen schon krank aus, die Dinger, ne? Okay. Was ist das? Das packen wir erstmal hier rein. Swarmer Ammo Rezept. Okay, dann haben wir das schon mal. Fresh Coffee. Ja, auch nicht schlecht, so ein Kaffee jetzt, ne? Sehr gut. Also, Medizin ist immer gut hier. Was ist das? Mini Rocket, Small Explosion Mini Rocket. Ah, wie geil ist das? Also das sollte man sich für einen größeren Gegner aufbewahren. Hey, na komm. Okay, weiter geht's. Gucken wir mal ganz kurz. Exit the Lobby. Okay, Auditorium. Das war ja genau mit dem... Should be straight ahead from here. Okay. Nice. Also wenn der noch mal was an Länge gewinnen kann, wäre das eine coole Waffe. Also das, was wir gerade gefunden haben, der Swarmer ist ja mehr so ein Maschinengewehr, würde ich fast sagen, als Insekten-Variante. Arrival. So, wo sollten wir jetzt nochmal hin? Auditorium, ne? B. Und das war hier raus. Gehen wir mal kurz hin. Mal schauen, was wir da finden.
So. Karte aufgemacht. Ach, das ist ja complete. Okay. Active. Exit the lobby. Da sind wir. Ich bin auch blöd, ne? Und das war da lang. Okay. Aber gut, dass wir das jetzt mal gesehen haben. Registration Office. Ah, hier kann man eventuell noch mal kurz... Craft Items, Swarm Ammo, die war gar nicht schlecht, 175 kostet die. Komm, wir machen auf jeden Fall einmal Spritze noch. Und dann... Swarm Ammo. Weil... Das war echt gut, das Ding. Wo waren wir denn jetzt schon drin und wo nicht? So, da waren wir drin. Und da noch nicht. Dann gehen wir da mal rein. Laboratories. There's a steam disinfection cycle running. Oh! Okay, müssen wir abschalten wahrscheinlich. Ah, guck mal, das lohnt sich doch, oder? Mini-Rocket. Den hätten wir eben echt benutzen müssen. Aber habe ich verpennt. Den müssen wir auf jeden Fall gleich mal benutzen. Aber hat sich ja schon mal gelohnt, für die Raketen hier hinzugehen. Hier sind nochmal Tokens, die ich eben übersehen habe. So, jetzt gehen wir raus. Ich war ja schon mal so weit. Jetzt gehen wir hier hin. Ah. Ach, guck mal, der kann ihn auch aufladen. Habt ihr gesehen? Oh, keiner mag euch. Kleinen Mistkäfer. Verdammt. Gleich wird hier abgedrückt. That's a tube link. The tube net transports you between different departments. Go on. Very funny. It's not opening. The tube net must have been deactivated during the facility lockdown. Tube links have to be activated at both ends to work. Once you encounter another tube link, we can establish a connection and you can quickly travel between departments. For now, you've got to head outside and make your way by foot. Who designed this place? All right, freezing to death it is. Loading outside. So, jetzt sind wir draußen wieder. We haven't been properly introduced. I'm William,
Considering the situation, I'll let it slide. I'm Everly. Everly? Good. Do you remember what I told you about how dangerous this ecosystem is? It's invasive, it'll flood the entire planet if we don't stop it, and it's killing me with spores on their way to my brain. Exactly. You know, my friends called me Presto in school. I was really into magic tricks. In the past years, I've worked on something that'll make this whole ecosystem vanish. Presto. Will this magic trick cure me too? Yes. I engineered a mycovirus that kills all spores in the bloodstream and can also be used to bring down the central core of the ecosystem. All right. What do we need to do? You need to track down 9 DNA samples from the foreign ecosystem. That way my virus knows what to attack when you inject it into the ecosystem's core. 9 DNA samples. All right. But one thing, I don't want you to leave me alone down here, okay? I've been alone here so long that my best friend is a penguin. I'm serious. So am I. Don't worry, I'll keep an eye on you all the time. Crewcarters, da müssen wir hin. Und uns DNA-Proben holen. Die Außenlevel sind jetzt nicht so, mega interessant. Aber dafür sind die Innenlevel, finde ich, eigentlich echt stimmig und passend. Aber gut, was soll man großartig an Südpol zeigen, ne? Außer Schnee und Eis. So. This is the crew quarters. I used to live here. Go on and activate the tube link while you're here. That way you can travel back here from any other activated tube link. Finally, something clever about this place. Okay, da könnten wir jetzt hin. Wollen wir aber erstmal hier uns mal anschauen, was wir hier so haben. Genomasse ist immer wichtig, ne? Haben wir ja gelernt. Hier können wir nochmal speichern. Ist auch nicht verkehrt. So, wir müssen unbedingt diese Strains haben, um hier die Sachen abzugraden. Ansonsten können wir immer nur Items craften. Mini-Rockets können wir jetzt auch selber bauen. Wir könnten noch mal eine Spritze gebrauchen. So, das war's dann auch schon. Mehr können wir uns nicht leisten, wir sind so arm. Do you know where I should look for DNA samples in this area? I know a place we could start. I was on good terms with the lab manager. She might have one of the samples we need. The last I heard from her, she spent her final hours in the lounge. The lounge, huh? Going out surrounded by comfy chairs and fancy cocktails isn't bad. Don't expect a tiny umbrella on top of that DNA sample. Why can't I get through here? I got a biopass. Management was obsessed with security. Each area has its own biopasses. You'll need to find one for this area. The one you picked up in the lobby won't work here. Okay, also jedes Gebiet hat einen eigenen Biopass. Das heißt, wir können nicht einfach mit dem Biopass, den wir eben gesammelt haben, Level 2 da rein. Schade, aber ist so. Okay, hätten wir noch warten können, weil wir hatten erst 80er Leben. Jetzt haben wir 15 vergeudet. Oh. Okay, die Raketen waren gut. Gut und wichtig, würde ich fast sagen. Junge, das sind aber echt hartnäckige Gegner hier. Kann der uns auch heilen?
Oder heilen die nur die Gegner? Ich glaube, die heilen die Gegner, ne? Fabian Holloway at one. Fresh Coffee. Okay, schauen wir mal hier erstmal rein. Okay, das wird hart. Junge, das ist aber... Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, dass wir hier auch Ende machen mit dem Video hier. Ich bin tot und ja, hier geht es jetzt wieder weiter. Ich habe hier gespeichert und ich wollte euch jetzt wirklich mal zeigen, wie es jetzt weitergegangen ist und was sich alles verändert hat zur Early Alpha. Wenn ihr mehr Gameplay von Genotype sehen wollt auf meinem Kanal, gerne unter die Kommentare schreiben und ja, dann drehe ich auf jeden Fall hier nochmal ein Video zu. Dann beginnen wir genau hier, machen wir hier weiter und ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr ja Anregungen, Wünsche oder sonst was habt, gerne auch in die Kommentare rein damit, was meinen Kanal betrifft. Und ja, ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt abonnieren würdet, falls ihr noch kein Abonnent seid. Und ja, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.